Um Smartphone ranken sich viele Mythen, die aber meistens so gar nicht der Realität entsprechen. In diesem Video gehen wir diesen Mythen auf den Grund und decken die Irrglauben auf, die du selber bestimmt noch nicht kanntest. Wenn du selber Mythen und Behauptungen rund um Smartphones kennst, schreib uns diese auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Das Handy in Reis einlegen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Dieser vermeintliche Trick wird im Internet überall als erste Maßnahme bei einem Wasserschaden genannt. Durch den Reis soll dem Handy das Wasser entzogen werden. Jedoch ist dieser Mythos nicht ganz richtig. Was bei diesem Trick oft übersehen wird, das Problem liegt meistens nicht am eingedrungenen Wasser selbst, sondern an Salzen und anderen Stoffen, die mit ins Innere des Handys gelangt sind. Dadurch kann die Platine korrodieren und so beschädigt werden, dass das Handy komplett kaputt geht. Was man bei einem Wasserschaden am Handy eher machen sollte, als es in Reis einzulegen, erklären wir in diesem Video. Neues Handy kaufen, wenn die Batterie nachlässt oder das Display kaputt ist. Besonders bei iPhones und Smartphones, bei denen der Akku nicht einfach selbst gewechselt werden kann, wird meistens einfach ein neues Handy gekauft, wenn der Akku nachlässt und nicht mehr die ganze Leistung bringt. Was viele jedoch nicht wissen, auch diese Akkus können ganz einfach ausgetauscht werden. Auf iPhoneDisplayShop.de lassen sich beispielsweise günstige iPhone-Ersatzakkus kaufen, die in Sachen Qualität den Originalakkus in nichts nachstehen. Hier liegt auch direkt das passende Spezialwerkzeug für die Reparatur mit dabei. Nach einem Akkuwechsel besitzt das iPhone wieder 100% Akkukapazität und hält wieder den ganzen Tag durch. Auch gesprungene Displays lassen sich auf diese Art ganz einfach selbst tauschen. Ein Akku- oder Displaytausch ist also nicht nur nachhaltiger, sondern auch um einiges günstiger, als sich direkt ein neues Gerät anzuschaffen. Je mehr Megapixel die Kamera hat, desto besser müssen die Fotos sein. Viele Smartphone-Hersteller werben mit einer hohen Megapixel-Anzahl bei ihren Geräten. Jedoch bedeutet das nicht direkt, dass das Handy bessere Fotos schießt. Ausschlaggebend hierfür sind eher die Verarbeitung der Kameralinse, der verbaute Aufnahmesensor und die Farbwiedergabe. Möchtest du dir ein neues Handy mit einer besonders guten Kamera kaufen, dann schau nicht nach den Megapixeln, sondern schau dir lieber erstmal Tests der Kamera an und vergleiche die Bilder verschiedener Smartphones miteinander. Eine gute Vergleichsseite zwischen Fotos der einzelnen Smartphone-Kameras findest du auf areamobile.de. Bei geringem Akkustand das Handy ausschalten, um Strom zu sparen. Du kennst die Situation mit Sicherheit. Du bist unterwegs und dein Handy hat einen geringen Akkustand. Natürlich schaltest du dein Handy aus, um den restlichen Akku für später zu sparen. Doch genau das solltest du lieber nicht tun. Durch das Aus- und Wiedereinschalten wird mehr Strom verbraucht, als wenn du das Handy im Standby-Modus lassen würdest. Schau lieber, ob dein Smartphone einen Energiesparmodus im Menü bereithält. Wenn du wirklich deinen Akku sparen möchtest, sieh dir dieses Video an, in dem wir dir zeigen, wie du deine Akkulaufzeit verlängern kannst. Tuning-Apps machen das iPhone deutlich schneller. Im App Store finden sich zuhauf Tuning-Apps, die versprechen, dein iPhone schneller zu machen. Meistens sind diese Apps schön aufgebaut und zeigen tolle Grafiken, die dir die Speicherverteilung anzeigen. Meistens kosten spezielle Funktionen auch noch Geld, mit denen das Handy besonders optimiert werden kann. Jedoch haben diese Apps kaum bis gar keinen Einfluss auf eure Speicherplatzverteilung, da dies von iOS unterbunden wird. Solche Apps bringen also rein gar nichts. Wenn du dein iPhone schneller machen möchtest, achte lieber darauf, dass regelmäßig das Betriebssystem und Apps aktualisiert werden. Zudem solltest du den Arbeitsspeicher durch Ausschalten regelmäßig leeren und check auch mal deine Speicherplatzverteilung und Settings in den Einstellungen. Bei Android-Handys sieht die Sache wieder anders aus. Da das System offener ist und Apps die Möglichkeit bekommen, auf die Speicherplatzverteilung zuzugreifen, können hier solche Apps manchmal wirklich einen Vorteil bringen. Kennst du selber Mythen oder Behauptungen rund um das Thema Smartphone und du weißt nicht, ob diese wahr sind? Schreib sie uns auf jeden Fall in die Kommentare und sag uns auch, ob du von den Mythen im Video schon wusstest oder sie komplett neu für dich waren. Wenn dir das Video gefallen hat und dir weitergeholfen hat, lass uns einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal für viele weitere spannende Themen rund um das Thema Smartphone und Apple iPhone.